Herzlich willkommen, Leute. Willkommen zum neuen Video von mir. Jetzt geht's erstmal zu Weber und dann geht's nach Hause, denn es steht Ostern vor der Tür. Wir gehen ein paar Eier suchen und vielleicht gibt's ja bei Weber auch noch ein paar Ostergeschenke, aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, Leute, wir sind jetzt auf dem Weg in die Heimat, in den Osten, weil es steht ein rennfreies Wochenende bevor und es ist Ostern, Zeit ein bisschen für die Familie und ja, vorher fahren wir aber nochmal bei Weber vorbei und da gibt es was richtig Geiles Neues, aber jetzt ist erstmal, mal fahr ruhig hier links vorbei bis vor, da hast du noch Platz. Ja, aber hier kommt. Ja, ich habe heute hier meinen eigenen Chauffeur. Mohof dabei. In mein Renault roll ich wie ein Ghetto-Präsident. Wir haben alles dabei, Bikes dabei, Startgitter auch dabei, weil es war ja in den letzten Wochen nicht so geil die Stadt. Aber wird ein bisschen trainiert, ein bisschen mit der Familie abgehangen und aber wie gesagt vorher bei Weber was Geiles abgeholt. Und das wird richtig geil. Was ist denn da? So Leute, wir sind jetzt angekommen bei Weber im Headquarter. Hallo. Ich zeige euch jetzt mal was richtig Geiles, weil das sieht nicht nur geil aus, ist auch geil. Das ist mein neuer Weberwerke Toko vom Koch Burn 26 Limited Edition Merch. Und wie ihr seht, gibt es zwei verschiedene T-Shirts, ein Pullover, konnte ich mir selber designen und ich finde es richtig geil geworden. Also probiere die jetzt gleich mal an. Welches T-Shirt gefällt euch besser? Grün oder blau? Schreibt es mal in die Kommentare. So Leute, fette Beute heute gemacht. Wie gesagt, ab jetzt gibt es Merch von mir. Ich finde, der ist wirklich richtig geil geworden. Und ich rock das Ding jetzt erstmal bis nach Hause. Und dann sicher zu Hause auch noch. Ich werde es nicht mehr ausziehen. Außer vielleicht mal zum Waschen, aber ich bin da nicht so. Also nee, Spaß. Umso eher ihr es bestellt, umso eher habt ihr es und umso geiler werdet ihr aussehen. Jetzt geht es erstmal weiter nach Hause zur Familie und da werden wir ein geiles Osterfest feiern und dann vielleicht verteile ich auch gleich noch ein bisschen Merch an meine Familie. Nee, Spaß. Gibt es erst am 27.04. Ja, bekommt ihr auch nichts. Also, bis später. Okay. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Westerhausen. Wir haben schönes Wetter, Sonne scheint und wir haben nur noch 16 Kilometer, also sind gleich da. Wird sicher ein geiler Tag. Ich habe die Bikes dabei, weil ich bin heute nicht alleine. Ich habe die Kamera vor wieder mit und noch einen Special Guest. Wird geil heute.
So Leute, wir sind angekommen in Westerhausen bei bestem Wetter. Beste Streckenbedingungen wie immer hier in Westerhausen, die geben sich immer richtig Mühe. Jetzt haben wir ausgeladen. Ich bin heute mal unterwegs auf der 250er, weil ich ein bisschen Spaß haben will. Also nicht, dass ich auf meiner 450er keinen Spaß hätte, aber einfach mal so ein bisschen zum Osterfun. Mein Ostergeschenk ist heute mal 250er zu fahren und Spaß zu haben. Und ja, ich werde mich jetzt gleich erstmal umziehen und dann geht's ab auf die Strecke. Heute mit dabei der Ziegenpenis. Hier, das ist ein ganz scharfer Mann, 8W1. Merkt euch den heute mal auf dem Track hier. Und hier, den habe ich auch mal so eine Weber-Werkzeugkiste verkauft. Ja, es sind nicht so tiefe Spuren drin wie sonst manchmal, aber für den Spaß für die 250er genau richtig. So Leute, Tag vorbei. Reicht erstmal. War ganz schön staubig jetzt am Ende, aber es war ganz schön hart. Hier. Motorrad kaum dreckig geworden, was gut ist, musste nicht so viel putzen. Aber war ein richtig cooler Tag heute. Hat mega Spaß gemacht und strahlenblauer Himmel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal wieder ein Einblick in meinen Tag. Heute mal ein bisschen anders, mal ein bisschen entspannter, mal ein bisschen ruhiger. War echt ein cooler Tag. Ja, wie immer, falls ihr mehr sehen wollt von mir oder den anderen, dann abonniert den Weberwerke YouTube-Kanal oder Instagram, Facebook. Da werdet ihr immer auf dem Neuesten gehalten. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas gern sehen wollt, was euch vielleicht interessiert, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin für alles offen, fast alles. Und ja, wie gesagt, jetzt werde ich mich umziehen und dann geht's nach Hause. Also, wir sehen uns bestimmt irgendwann demnächst, spätestens beim ADAC MX Masters in Dreht, weil da geht's dann endlich wieder los mit den Race Vlogs. Tschüss! Passend zum Osterfest gab's auch noch ein paar frisch gepflückte Osterhasen. Ihr wollt meinen neuen Merch? Dann bestellt ihn euch jetzt, denn er ist ab jetzt erhältlich im Weberwerke Online Shop.